Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 13. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und hat eine abnehmende Mondphase. Langsam nähert sich zu Neumond, aber es ist noch nicht so weit. Mond hat einen Einfluss von 3 Sternen. Die eine heißt der Nebula und dieser Stern, die Nebula, vermittelt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Dann ist nochmal ein Stern, wo ein Einfluss hat auf unsere heutigen Mondbewegung, Kopula. Diese Kopula befindet sich in einer Spiralnebel in die Nähe von großen Bär. Und dieser Spiralnebel zeigt uns etwas sehen. Etwas ist noch undurchschaubar, undeutlich und wir sollen das erstmal erkennen oder überprüfen oder unseren Augen öffnen, mal richtig sehen etwas. Die dritte Stern, wo auch ein Einfluss hat in die heutigen Mondbewegung, heißt Labrum. Und dieser Labrum befindet sich im Kelch. Und das ist das goldene Kelch. Manche sagen sogar, das sollte die Heiligen Gral sein. Und die Geschichte dazu ist folgendes, beschreibt nämlich dieser Kelch. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe, hier ist dieser Kelch, dieser goldenen Becher, und flieg zum Quelle und hol frische Wasser für Zeus. Aber beeile dich. Der Rabe flog davon und unterwegs sieht ein Feigebaum. Und der Rabe möchte von diesem Feige essen, aber die Feige war noch unreif und der Rabe wartete und wartete, bis die Feigen reif waren. Und erst dann, wo er von diesem Feige gegessen hat, erst dann flieg weiter und holte die frischen Quellwasser zu Zeus und kehrte zurück, erstmal zum Apollo. Und Apollo fragte dann den Rabe, wo warst du denn so lange? Und der Rabe antwortete, weißt du, da unterwegs war eine Schlange, Hydra, die Wasserschlange, und sperrte mir den Weg. Apollo erkannte diese Lügen und setzte alle im Himmel, auch der Rabe, auch der Wasserschlange und auch diese goldenen Becher. Und der Rabe muss jeden Tag beiden Sternbilder anschauen, damit er erinnert auf seine Lüge. Und in diesem Bereich befindet sich dieser Sternbild Becher. Und in diesem Sternbild befindet sich diesem Stern Labrum und hat einen Einfluss auf unserem heutigen Mondbewegung. Interessant ist zum Erwähnen, dass genau gegenüber liegt auch der Brunnen, das Ende des Flusses Eridanus. Und der Fluss Eridanus endet sich mit dem Stern Achenar. Und da ist die Brunnen, was die arabischen Astrologen auch im Mondhäuser beschreiben und sie nennen das als vordere Teil des Wassereimers und die hintere Teil des Wassereimers und beschreiben natürlich diesen Brunnen. Aber das liegt gegenüber. Und hier bei dieser heutigen Mondbewegung ist der goldene Becher. Und schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei den Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen ist ein beruflicher Aufstieg oder eine berufliche Veränderung oder viele Jungfrau geborenen suchen ihren wahren Berufung. Die Jungfrau geborenen können etwas
beenden zwar das mit Erfolg. Die Gespräche sind etwas unangenehm. Das kann zu Missverständnissen führen, kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen warten auf ein Nachricht oder auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht. Die Tierkreise zeichnen Wagengeborenen, haben Kraft und Mut. Und bei den Wagengeborenen ist auch ein Aufstieg. Viele Wagengeborenen haben Möglichkeit, gerade beruflich etwas verändern, verbessern. Aber sie sind noch unsicher und haben teilweise auch Angst von diesen Veränderungen. Aber sie sollen mutig sein. Bei den Wagengeborenen ist eine gute Nachricht zum Erwarten oder schöne Gespräche oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. Die Wagengeborenen dürfen das nicht aufgeben. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist alles wunderbar. Ich kann das nur so sagen. Sie haben tolle Ausstrahlung und Glück und Chancen und Möglichkeiten und die liebe Partnerschaft ist auch wichtig, da bewegt sich auch etwas und sie haben gerade die inneren Gleichgewicht und das ist ein schönes Gefühl und ein Gespräch begeistert gerade die Skorpiongeborenen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen, die fühlen sich etwas unsicher und nervös, aber es verbessert sich in den Tagen, weil dann kommt auch die Leichtigkeit. Im Allgemeinen ändert sich vieles bei den Schützengeborenen. Bei vielen Schützengeborenen sind es auch schicksalhafte Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen, Einflüsse von außen. Und das ist sehr wichtig und das kommt auch in Form. Und das ist sehr schön und sehr angenehm, auch wenn das heute das nicht so anfühlt, weil die Schützengeborenen sind unsicher momentan. Aber wie ich schon sagte, das in die Tage verbessert sich auch und die Schützengeborenen werden in der nächsten Zeit wahrgenommen, ernst genommen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen beenden etwas oder bringen etwas fertig. Und es ist ein beruhigendes Gefühl und sie spüren auch die Ruhe und sie spüren auch die inneren Kraft. Die Steinbockgeborenen haben Sehnsüchte, Wünsche und Träume und das sollen sie auch ernst nehmen, als Ziele setzen. Und bei Zielerreichung sind die Steinbockgeborenen sehr gut, also es ist alles möglich. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist gerade etwas unbeweglich. Sie möchten etwas erreichen, aber es ist wie eine Sperre da. Bisschen Geduld noch, bis das im Fluss kommt und in Bewegung kommt. Und in kommenden Tagen spüren sie auch diese Leichtigkeit, also nicht verunsichern lassen oder unsicher sein. Ein gutes Gespräch ist zum Erwarten, wo die Wassermanngeborenen Einschränkungen haben momentan. Das ist die liebe Partnerschaft. Die Fischengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und Ordnung. In die Liebe ist das alles wunderbar. Es ist auch ein gutes Gefühl. Sie sollen auch die inneren Gleichgewicht achten. Die Gespräche können unangenehm sein, weil andere haben andere Meinung. Oder das führt zu Missverständnissen. Oder zu Streit kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen warten auf ein Gespräch, auf ein Nachricht und es kommt nicht und es verunsichert momentan die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen ist etwas ruhiger. Sie spüren auch die inneren Ruhe, die inneren Kraft. Und auch wenn das ein bisschen unsicher anfühlt, etwas trotzdem kommt etwas in Form und es wird in den kommenden Tagen schon sichtbar sein. Es sind gute Einflüsse, es sind Umbrüche, Veränderungen, das ist die schöpferische Kraft, da kommt auch mehr Ruhe. Es kann sein, dass die Wiedergeborenen noch unsicher sind und zweifeln an sich selbst, aber in den kommenden Tagen kommt schon die Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist die liebe Partnerschaft wichtig, aber in den nächsten Tagen wird auch die Arbeit auch wichtig sein. Beide Situationen bringen die Stiergeborenen in Ordnung. Und heute verspüren sie eine gewisse Ruhe und Stabilität. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen
sind nervös im heutigen Tag oder kommt eine gewisse Unruhe, verlieren sie die inneren Gleichgewicht. Die gute Nachricht ist, dass in den kommenden Tagen kommt auch die Leichtigkeit und können sie endlich aufatmen und haben auch Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen, etwas verändern und Ideen haben auch die Zwillingsgeborene, was sie auch umsetzen können. Aber nicht nur die Kreativität wichtig, sondern auch die Liebe, Partnerschaft ist auch ein sehr wichtiges Thema gerade bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist alles stabil. Sie befinden sich gerade in einer Wandlung. Wenn Sie eine Information erhalten, ein Gespräch, eine Nachricht, kann sein, dass etwas noch unklar ist, undeutlich. Und Sie sollen dann das noch überprüfen. Und da passt genau diesem Stern, wo auch ein Einfluss hat, Cupula, also Spiralnebel, etwas noch undurchschaubar. Also braucht man das Überprüfen, die Augen öffnen, klar und deutlich erkennen, und es passt genau zu dem Krebsgeborenen. Wirkt auf uns alle im Allgemeinen, aber speziell auch für die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen, auch Veränderungen, gute Einflüsse, sie bringen etwas in Ordnung, schöne Gespräche auch, wo die Löwengeborenen etwas eingeschränkt fühlen, das ist die Liebe, Partnerschaft und momentan haben das Gefühl, es bewegt sich nicht voran, aber in den kommenden Tagen kommt schon etwas in Bewegung und verspüren dann auch die Leichtigkeit so ähnlich wie die Wassermanngeborenen. Diese Tageshoroskop oder Tagesenergie beeinflusst unserem Leben, das ist natürlich allgemein. Aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschnitten anfertigen, maßgeschnitten berechnen. Und das kann ich genau beschreiben für einen bestimmten Termin oder einen bestimmten Zeitraum oder ein Geburtshoroskop-Analyse. Alles ist möglich. Und Sie können das gerne buchen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Und wenn Sie Fragen haben, wie zum Beispiel, denkt er an mich, liebt er mich noch, sehe ich in den kommenden Tagen, werde ich in dieser Wohnung bleiben, treffe ich mit meiner Freundin, soll ich diese Reise buchen, soll ich für diese Schulung mich anmelden, bestehe ich die Prüfung, soll ich meine Eltern besuchen und. Es sind Fragen, da benötigt man keine große Analyse. Und dafür empfehle ich die Blitzberatungen. Und es funktioniert per E-Mail. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation. Dann bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und Sie stellen Ihren Fragen. Und ich beantworte diese E-Mail natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 €. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.